Jo Freunde, was geht? Hier ist Khalid und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 18 The Journey Returns. Und ja Freunde, ich habe leider letzte Folge der US-Vorbereitung was aufgenommen, was jedoch leider nicht zustande gekommen ist, weil ich nebenher noch eine Tonspur hatte und mich halt schlecht hören konnte. Aber ich denke mal, US-Vorbereitung oder generell Vorbereitung sind halt nicht so wichtig für euch. Ich denke mal, ihr wollt halt nur diese Filmrollen sehen und dieses Entertainment und so weiter. Wobei eigentlich die Vorbereitung das Wichtigste ist, weil man ja die Saison gut starten will. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir überlegt, ob ich das nochmal neu aufnehme oder nicht. Ich habe es sein gelassen, weil ich wollte jetzt nicht nochmal, ich will mich nicht verstellen, ich will real bleiben. Und ja, ich mache einfach da weiter, wo wir jetzt aufgehört haben. Ich kann nur sagen, die Saisonvorbereitung war nicht gut und ja, mehr sage ich dazu nichts. Und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir sind jetzt im ersten Spieltag, nehme ich an, gegen Brighton zu Hause. Falls ich ausspreche. Ihr seht mal wieder, mein Deutsch ist da. Ich bin leider ein bisschen müde wieder und nehme die Folge wie immer abends auf. Und ja, mal schauen, wie es jetzt ausgeht. Kapitel 2. Okay, eine neue Saison. Ein paar neue Gesichter. Gibt viel zu tun. In dieser Saison müssen wir noch härter kämpfen. Härter arbeiten. Jeder Punkt entscheidet in dieser Liga. Also geht aufs Feld und zeigt mir und dem Coach, wie bereit ihr seid. Kommt schon! So, mit Teamspielen. Warum haben wir wieder keine Außenspieler? Ich verstehe manchmal diese Aufstellung nicht. Klar, das ist alles kompakt schön sortiert, aber du hast keine Außenspieler. Die Außenverteidiger müssen halt viel mehr laufen. Ist auch jetzt egal. Ich spiele jetzt erstmal alleine. Ich guck mal, wie das ist. Und dann, wenn ich scheiße spiele, dann spiele ich mit dem Team. So. Geile Schuhe, ne? Brighton kann kommen. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Erster Spieltag in der Premier League, ein Feiertag für jeden Fußballfan und wir freuen uns drauf. Ja, könnte eine Riesensaison werden, vor allem für Alex Hunter, den Nachwuchsstar. Hatte ja eine gute Debütsaison und wir schauen mal, wie es bei ihm weitergeht. Ob er dieses Jahr vielleicht sogar noch einen auflegen kann. Mit der Wertung viel besser geworden. Ah nein, kein guter Pass. Hier die Startaufstellung von Manchester City. Sie gehen mit einem 5-3-2 in dieses Spiel. Fünferkette also hinten. Wir werden sehen, wie offensiv dann die Außenverteidiger ihre Rolle interpretieren. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sehr guter Einsatz. De Bruyne jetzt am Ball. Hunter. Gabriel Jesus. Jetzt De Bruyne. Gündogan am Ball. Spielt den Ball direkt zurück. Ah, Mann. De Bruyne. De Bruyne zieht vorbei. Jetzt der Einwurf für die Citizens weit in der Hälfte des Gegners. De Bruyne am Ball. Gabriel Jesus. Knockout. Morey. Sehr schön. Das könnte die Chance werden. Jetzt gibt's Einwurf. Ach. Knockout. Und den spielt er gleich wieder zurück. Murray. Das Geld gewinnt er den Zweikampf. Trickbezogen. Da stand er gut und gibt Freistoß. Los. Spiel raus. Bin ich umsonst nach vorne gelaufen. Mann. Das kostet Kraft. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Murray. Das könnte gefährlich werden. Auf den Schwimmer.
Mangala. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Mann, ich wollte einen schönen Distanzschuss machen. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Foul. Elfmeter. Walker. Klasse Aktion, Ball ist weg. Elfmeter, ganz klar. Er zeigt auf den Punkt, es gibt Elfmeter. Und eine Karte gibt's oben drauf, aber. Hör mal, den muss man mal reinmachen. Für so einen Spieler muss man den normalerweise reinmachen. Elfmeter nicht rein, gut gehalten. Gebt Ecke, Kevin De Bruyne bringt sie rein. Ecke De Bruyne, da können sie erstmal klären. Und jetzt mal Kevin De Bruyne. Stand wohl wieder im Weg. Kun Agüero. De Bruyne! Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Mach ihn rein. Mach ihn rein. Sehr schön. Das macht er gut. Gute Aktion. Kun Agüero! Das ist die verdiente Führung. Die bessere Mannschaft macht das Tor. Toller Zweikampf, tolle Balleroberung und tolle Vorlage. Der knallt nicht einfach wild drauf, sondern spielt den Ball klug mit dem Innenriss. Genau die richtige Entscheidung, sehr überlegt gemacht. Manchester City jetzt in Führung. Groß. Dung. Für Manchester City sind die Vorbereitungsspiele eigentlich optimal gelaufen. Sie haben die MLS-Stars geschlagen und sich den Titel im International Club Cup geholt. Das war schon überragend. Die sind jetzt schon. Schöner Pass. Toller Frühform. Mach ihn rein. Also wenn sie das dann in die Ecke, mehr in die Ecke, Mann. Sagen, dann muss man mit ihnen rechnen. Und jetzt die Chance. Weiter gefährlich. Groß. Murray. Groß. Murray. Jetzt müssen Sie aufpassen. Abgefangen, gut gemacht. Kompanie. Tolles Kurzpassspiel jetzt. Der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig, aber klar, sie führen. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schade. Defensiv machen sie es gut. Wir gehen in die Pause. City liegt hier vorne an diesem. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Das könnte eine Gelegenheit werden. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Mondi. Klasse Aktion. Agüero am Ball und jetzt mehrere Möglichkeiten. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Und? Ah, schade. Jetzt geht vielleicht was für Man City. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Groß. Ah, Mann. Agüero. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Wird das seine Torchance? Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Guter Pass. Erstmal rausgefaustet. Gut verteidigt.
Aguero. Noch nicht da, außen, nach außen. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Knockhart. Und Hunter. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Die Defensive steht. Walker. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Boah, was für ein Otto, ey. Ich verliere den Ball mitten im Mittelfeld, ey. Da kann er ihn stoppen. Mach ihn rein. Gabriel Jesus. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Morey. Super dazwischen gegangen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Izquierdo. Das könnte die Chance werden. Gündogan am Ball. Walker. Mit einem Tor liegen sie vorne. Jetzt nochmal zittern. Fünf Minuten sind es noch. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Keeper geht sehr schön. Gut zum Ball, faustet ihn weg. Und jetzt die Chance. Aguero, der Ball ist drin. Da haben sie nicht aufgepasst und Aguero ist einfach... Eigentlich wollte ich den machen, aber irgendwie habe ich den Ball nicht bekommen. Egal. Er macht sein zweites Tor heute. Ja. Ganz starke Leistung. Hätte gar nicht sein müssen. Egal. Oh. Ende. Locker haben die 2-2 gemacht. Jetzt kommt's. Opa macht Essen. Bist du immer noch dran? Meine Deadline ist morgen. Wenn du erstmal gegessen hast, geht alles viel schneller, glaub mir. Michael. Ich habe Neuigkeiten für dich. Jim, Catherine? Michael, es gibt Frühstück. Nimm dir einen Kaffee. Na, da sag ich nicht nein. Was ist denn los? Top-Clubs sehen, wenn Spieler Potenzial haben, und das hast du in den USA gezeigt. Und das bedeutet? Also, ich hatte ein paar sehr interessante Gespräche mit Vertretern europäischer Top-Clubs. Bayern, PSG, Atletico. Oh, und ich hatte gerade ein nettes Telefonat mit jemandem von, Trommelwirbel bitte. Los Blancos. Du spinnst. Real Madrid? Real Madrid. Du hast in den USA wohl etwas auf dich aufmerksam gemacht. Ist zwar alles noch im Anfangsstadium, aber Real will ich noch vor der Transfer-Deadline verpflichten. Das ist riesig. Besser geht's nicht, Alex. Megastars, Megaspiele, Megaverträge. Im Ernst jetzt? Also, du weißt doch, wer meine Jugendidole waren, Michael. Raul, Roberto Carlos und Zidane. Komm schon. Laut Agent ist fast alles in trockenen Tüchern.
Ist eine Ehre, klar. Aber du bist gerade mal 18, Alex. Das ist ein Traumtransfer, klar. Aber der Druck wäre enorm. Du kennst doch in Madrid überhaupt niemanden. Und die Startelf? Die wirst du erst mal vergessen können, Alex. Du bekommst in deiner Karriere noch viele Chancen. Im Moment ist das zu riskant. Und deine Fans? Vergessen das sicher nicht. Nicht so eine Nummer. Das weiß ich doch. Aber das ist vielleicht meine einzige Chance. Denk immer an Dad. Hey! Sag sowas bitte nie wieder. Du bist nicht Harold. Natürlich ist das überwältigend. Aber wir müssen schnell handeln, sonst laufen wir Gefahr, dass sie ihre Meinung ändern. Also gut. Wenn Michael zustimmt und es genau das ist, was du willst, dann... Was sagt dein Herz dazu? Also, davon habe ich schon als kleines Kind geträumt, Mom. Wie könnte ich da Nein sagen? Okay, wir werden ein paar Tage für die Details brauchen, aber bis dahin solltest du in den ersten Saisonspielen noch eine Schippe drauflegen. Alles klar? Dann steigt die Ablöse vielleicht noch weiter. Real Madrid! Also wird doch ein Traum, wa? Klingt sehr interessant. Ja, Leute, das war's von hier. Vielen Dank fürs Zusehen und wie ihr sicherlich gesehen habt, wird er, also Alex Hunter, höchstwahrscheinlich nach Real wechseln. Ich bin gespannt, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, was dabei herauskommen wird. Ja, danke nochmal und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Lasst gerne ein Abo da. Ich bin draußen, bis dann, euer Khaled und ciao.